Ja, hallo, mal wieder ein ganz kleines Update von der Anlage. Ja, ich habe in letzter Zeit komplett auf dem oberen Bereich Kork verlegt, wie man hier sehen kann. Ich führe euch mal ganz kurz rum. Das heißt, hier in dem Bereich jetzt, bis da natürlich da rum unten, die Rampe lag ja schon Kork. Wenn wir dann natürlich jetzt mal dem Gleis folgen, sehen wir auch alles mit Kork verlegt. So, darum. Da geht der Kork weiter. In dem Bereich, wo wir jetzt hier sind, wo diese Weichenstraße liegt, da habe ich vollflächig Kork verlegt, weil ich da, wie gesagt, noch nicht hundertprozentig weiß, wie ich da die Gleise lege. Und aufgrund dessen habe ich da erstmal alles mit Kork ausgelegt. Da kann man sich dann dementsprechend austoben. So, dann hier hinten im Kurvenbereich ist natürlich auch das Kork drunter. Da liegt auch schon ein drittes Bogengleis. Weil ich eventuell hier vorne in dem Bereich, hier auf der Platte, wo ein bisschen Platz ist, vielleicht irgendwie so eine kleine Szene mache, mit so einem kleinen Güterschuppen oder ein Stumpfgleis ist, wo dann Waren hin transportiert werden können oder so. Muss ich mal sehen. Oder vielleicht lasse ich auch noch mal ein zweites Gleis, das heißt ein zweites, überhaupt ein Gleis darunter laufen, in dem mittleren Bereich, weil da ist ja extrem viel Fläche, dass man da auch noch irgendwas machen kann. Ja, dann habe ich, wie man hier schon sehen kann, die Auffahrt weitergebaut. Geht jetzt fast bis ganz rüber. Da wechsle ich gerade mal die Seite, um euch das genauer zu zeigen. So, das sieht jetzt so aus. Sprich, hier sehen wir die Auffahrt. Die geht jetzt hier logischerweise weiter bis dahin. Wer sich noch daran erinnern kann, dieses Modul hier unten, das lief vorher, ja, sagen wir mal, bis ungefähr hier. Das habe ich jetzt eingekürzt, weil ich brauche ja hier im Prinzip einen Bereich, um durchgehen zu können, weil ich jetzt auch hier das Gegenstück schon mal angefangen habe. Sprich, diesen Bereich habe ich jetzt schon fest installiert. Das musste ich hier soweit rausziehen, damit die Bögen hier oben auf dem festen Modul aufliegen können. Und jetzt habe ich hier ungefähr 80 cm als herausnehmbares Teil. Ja, dann ist hier noch passiert, da hatte mich auch ein YouTuber darauf aufmerksam gemacht, da habe ich natürlich gar nicht dran gedacht, dass meine Durchfahrt von der Höhe her für die Double Stacks eventuell zu niedrig sein könnte. Ich habe mir gedacht, nee, kann nicht sein, ich habe das ausgemessen. Aber Pustekuchen, ich war leider Gottes im Unrecht, weil ich hatte anfänglich geplant, die Rampe oder die Auffahrt erst nach der Brücke ansteigen zu lassen, nämlich hier in diesem Bereich. Und so hatte ich auch die Höhe, für die Durchfahrt gemessen. So, jetzt hat sich natürlich bei der Steigung der Rampe herausgestellt, dass ich nicht hier anfangen konnte, sondern ich musste den ein bisschen weiter auslaufen lassen. Sprich, hier ist das Gleis ja schon ein bisschen angehoben, wenn man das hier mal von der Seite sehen kann. Und das sind jetzt halt diese paar Millimeter, die mir logischerweise hier oben gefehlt haben. Tja, das kann natürlich mal passieren. Aber nicht ganz so super schlimm. Ich habe halt das Stück jetzt hier ausgeschnitten, Entschuldigung, die Spanplatte habe ich rausgeschnitten. Habe das jetzt ersetzt durch eine Hartfaserplatte, die ist ja im Aufbau wesentlich dünner. Und wie man sieht, passen jetzt auch die Double Stacks da durch. Es ist zwar knapp, aber ist nicht schlimm, passt durch und damit ist auch diese Situation gerettet, sprich diese Stelle. Gut, das wäre es von dieser Seite hier. Dann als nächstes werde ich da mal gucken, dass ich hier unten so ein bisschen weiter arbeite. Sprich, hier die Weiche liegt ja auch nur provisorisch auf. Da muss ich mich dann halt auch noch hier im Brett basteln, was dann auch auf jeden Fall erstmal bis hier vorne läuft, weil ja auf der untersten Ebene muss ja logischerweise auch ein rausnehmbares Brett rein. Ja, dann hier die angefangene Weichenstraße. Das liegt natürlich auch nur so provisorisch da. Da muss ich jetzt dann auch mal ein vernünftiges Brett einarbeiten, was dann hier kurz vor der Weiche anfängt oder aufhört, wie man will. Ja, das werden so die nächsten Arbeiten sein. Dann habe ich heute auch schon mal provisorisch auf der obersten Ebene diese Paradestrecke mal ganz kurz ein bisschen Gleis hingelegt.
Das ist nun mal provisorisch, da ist also, wie ihr seht, noch kein Kork drunter. Läuft also jetzt bis hinten hin. So, gehen wir mal durch. So, dann läuft das hier in dem Bogen rum. Und wenn ich die Kurve hier dann weiterführe, komme ich genau hier oben auf dieses Gleis drauf. Ja, das wird auch nochmal eine Heidenarbeit werden, hier wie gesagt eine Brücke einzubauen, rausnehmbares Modul, muss ich sehen. Wenn ich da mal weitermache, weiß ich noch nicht so genau. Auf jeden Fall hat sich hier oben jetzt eine ganze Menge Freifläche ergeben. Das wäre eventuell im Bereich, wo man sagt, man macht von der Paradestrecke hier oben nochmal hier in dem Bereich eventuell irgendwo eine Weiche rein und läuft dann da hinten nochmal hin, macht da irgendwie, weiß ich nicht, eine kleine Industrie, eine Abstellung oder irgendwas noch hin. Oder was eventuell auch möglich ist, hatte ich mir überlegt, in dem oberen Bereich von da hinten so eine Pendelstrecke zu machen. Sprich, Zug fährt da los, fährt ganz da hinten lang und fährt dann, ja gut, dahin wird es ein bisschen knapp in der Ecke. Jetzt suchen wir gerade ran, da ist es ein bisschen knapp, aber ein Gleis müsste da vorbeipassen. Und dann könnte der Zug bis da hinten in die Ecke reinfahren, da könnte dann auch noch ein kleiner Bahnhof sein, dass man hier so eine kleine Pendelstrecke hat. Wäre eine Option, muss ich drüber nachdenken, weiß ich auch nicht genau. Im unteren Bereich hat sich bis jetzt noch nicht allzu viel getan. Da sieht es halt mal chaosmäßig aus, mit der Abstellung und so weiter und so fort. Da hatte ich jetzt noch keine Lust gehabt, da liegen entsprechend Weichen, die muss ich noch einbauen. Und ja, wie gesagt, ein bisschen Chaos, aber da werde ich in nächster Zeit ein bisschen dran arbeiten, wenn ich da Lust habe, beziehungsweise wenn oben das erstmal soweit fertig ist. Ja, das war so ganz kurz im Überblick, was habe ich Neues gemacht. Ach, eins habe ich noch eins vergessen. Ist zwar nicht ganz so wichtig, aber hier unten für die Gleise hatte ich mir Brellböcke bestellt. Die sind gestern gekommen, habe ich drauf gemacht. Jetzt sehen die da auch ein bisschen besser aus, die Abstellgleise. Jo, das wäre es dann, glaube ich, letztendlich. Oder fällt mir noch was ein? Nö, glaube, das war's. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und wünsche euch was. Bis demnächst. Und vor allem, bleibt gesund, liebe Freunde. Bleibt gesund, steckt euch nicht an. Bis dann, macht's gut und tschüss.